Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem ersten Quick-Tip-Tutorial zu Cinema 4D. Wir werden in Zukunft vielleicht häufiger Quick-Tips machen. Wir finden die relativ wichtig und interessant, aber wenn man sie nur einmal kurz angucken muss, dann hat man alles verstanden. Also den Quick-Tips, die sind relativ für Anfänger und nicht für Profis geeignet, da sie einfach zu einfach und zu basic sind. Heute in dem Quick-Tip-Tutorial werde ich auf das Null-Objekt eingehen in Cinema 4D. Viele benutzen das Nullobjekt als Ordner. Das Nullobjekt kann man nicht sehen, das ist einfach ein Nichts im Raum, ein Nullobjekt eben. Das kann man einfach benennen, wie man will, zum Beispiel Ordner 1. Und dann kann man einen Würfel in den Ordner hineinziehen. Dann kann man es klein machen und dann ist es nur noch eine Datei in dem Objektmanager. Dort kann man auch beliebig viele Würfel reinmachen oder den ganzen Ordner kopieren. Aber das N-Objekt oder das Null-Objekt, das kann noch viel mehr als nur einen Ordner spielen. Und zwar zum Beispiel bei einer Tür. Wenn er jetzt hier eine Tür simuliert. So. Und versucht die jetzt mit Keyframes aufzumachen. Die Tür ist jetzt zu. Machen wir einen Keyframe. Machen sie auf um 90 Grad. Und wie man sehen kann, es ist keine wirkliche Tür, sondern sie dreht sich in sich, also wie so eine Falltür oder so etwas. Zur Verdeutlichung kann ich noch hier eine Wand hinbauen. So. Nur zur Verdeutlichung, das ist keine Tür, sondern eher so ein Drehdings-Scheißhaufen. Um das jetzt zu benutzen, um diese Drehung richtig zu machen, werden wir jetzt ein Nullobjekt benutzen. Ich lösche die Keyframes mal eben. So. Dann holen wir uns ein Nullobjekt und dieses Nullobjekt, das platzieren wir von oben genau an die Kante, an der sich die Tür drehen soll. Bei mir jetzt in dem Fall hier. So, jetzt ziehen wir die Tür in das Nullobjekt rein. Und anstatt die Tür jetzt zu keyframen, machen wir das Ganze bei der Tür, bei dem Nullobjekt. Erster und dann hier der zweite mit einer Drehung von 90 Grad. So, wie man sehen kann, hier dreht sich die Tür richtig auf, anstatt in sich selber zu drehen. So, das war's erstmal mit dem Quick-Tip-Tutorial. Es war sehr einfach, aber ich hoffe trotzdem hilfreich für manche von euch. Das Null-Objekt, das kann sonst relativ wenig. Also hier die Umstellungsmöglichkeiten, Radien, alles Mögliche kann man einstellen. Ich habe selbst keine Ahnung, was das bringt. Ich benutze es wie gesagt nur als Ordner oder eben als Drehobjekt oder Vergrößerung oder Verkleinerung. Kann man sich vorstellen wie den Ankerpunkt bei After Effects oder Photoshop. Also vielen Dank fürs Zusehen, kommentieren, subscribe, abonnieren, alles Mögliche, alles zusammen. Keine Ahnung, bis nächstes Mal. Tschüss.